Mahlzeit, Leute, und zur nächsten Mission nehme ich. Bevor jetzt ein roter Zock ist, hatten wir. Wenn wir den Schutz auf der Diskette entschlüsseln, können wir vielleicht den gesamten Spionagering ausschalten. Darum brauchen wir dich. Zeig, was du kannst. Wir zurück. Okay. Okay. In den Missionen sind besondere Beweisstücke versteckt, die Hinweise auf Passwort der Diskette. In welchen Missionen denn? Okay. Eins, 13. Wir machen einfach die nächste Mission. Okay. Volkov ist der Anführer der russischen Mafia, die sich nach dem Bau der Mauer in Ost-Berlin breit gemacht hat. Der Kerl hat Beziehungen zu Kartellen in ganz Europa und Amerika. Ihn zu neutralisieren schadet nicht nur Perseus, sondern dem Syndikat weltweit. Er ist ein großer Fisch. Und hier ist unser kleiner Fisch. Franz Kraus. Laut MI6, einer von Volkovs Informationskurieren. Er hat für morgen Abend eine Übergabe mit Volkov vereinbart. Wir gelangen mit der U-Bahn nach Ost-Berlin. Eine verlassene Haltestelle auf der anderen Seite der Mauer ist unser Zugangspunkt. Wir beobachten Kraus, sobald er die Stadt betritt. Wenn Volkov sich treffen lässt, wird er getötet oder festgenommen. Kein Ding. Bell. Wir sind gerade unter der Mauer durch nach Ost-Berlin. Bereithalten. Bitte stellen Sie keinen Gepäck auf die Sitze. Warum so traurig? Du bist schwanger. Das sind tolle Neuigkeiten. Ich weiß nicht. Edna, der hintere Wagen ist leer. Wir können loslegen. Ich will nicht weiter auf deine Mutter kommen. Nur noch den Atomkrieg im Kopf. Verrückt. Heinrich, du siehst wirklich fertig aus. Stimmt. So,
Sobald der Zug abbremst, springen wir beide ab. Park, Lazar, ihr fahrt noch weiter. Bell und ich finden Kraus. Okay. Der Zug bremst ab. An die Arbeit. Okay, und los geht's. Vorsicht. Ostdeutsche Wachen patrouillieren noch diese verlassenen Stationen. Patrouille voraus. Wir können den Zug nutzen, um vorbeizuschleichen. Tut mir leid. Hier entlang. Hier geht es raus. Hey! Scheiße, was ist hier los? Ich arbeite für die Bahn. Ich suche eben meinen Ausweis. Das ist Sperrgebiet. Sie sind verhaftet. Runter auf den Boden. Halt, halt, halt! Beruhigen Sie sich. Jetzt! Was zum... Sehr gut. Machen wir hier sauber. Naja, ist jetzt nicht nur versteckt, aber... Kraus sollte bald am Kontrollpunkt sein. Gehen wir rauf aufs Dach. Lazar, sind fast in Position. Verstanden. Na los, hier lang. Vorsicht, Scheinwerfer! Eins muss man ihnen lassen. Abriegeln können sie. Den Kontrollpunkt im Auge. Kraus kann jeden Moment dort sein. Welcher Kontrollpunkt denn? Such Kraus mit deiner Kamera. Verdammt, Kontrollen sind noch schärfer als sonst. Wenn sie Kraus festhalten, verpasst er sein Treffen mit Volkov. Beim Kontrollpunkt. Der mit dem Aktenkoffer. Ist er das? Mit dem Aktenkoffer. Das ist Kraus. Mir nach. Er ist reinigern. Okay, ist weg.
Park. Kraus hat eben die Mauer passiert. Statusbericht. Ich bin mit Lazar beim Evakuierungspunkt. Wir warten auf euch. Verstanden. Angeblich trifft Kraus Volkov in der Kneipe über die Straße. Okay. Hudsons Informantin ist drin. Hat einen blauen Schirm bei sich. Ich behalte die Straße im Auge. Schön, dass Sie es geschafft haben. Ja, hi. Kraus ist am Tisch über meine rechte Schulter. Guten Abend, mein Herr. Was darf ich Ihnen bringen? Eine Berliner Weiße, bitte. Ich verstehe laut und deutlich. Also warten wir auf Volkov. Hudson hat nicht viel verraten. Sie sind hinter Volkov her? Mann ist wie ein Geist. Ich schätze nicht mehr als einen Tag. Kraus ist ein Ex-Stasi, aber lassen Sie sich nicht von seinem Äußeren täuschen. Der Mann ist ein Mörder. Okay. Einer meiner Informanten wurde bei einer Durchsuchung 2 Blocks von hier festgenommen. Die Stasi wird annehmen, dass weitere in der Nähe sind. Cool. Ich bitte Sie um einen Gefallen. Er wird der Folter nicht lange standhalten. Wir müssen ihn retten. Oder ausschalten. Sie finden ihn hier. Okay. Dankeschön. Achtung, Bell. Ich glaube, Volkov kommt rein. Wo ist Volkov? Man ist Ihnen gefolgt. Gehen Sie nach Hause und warten Sie auf unseren Anruf. Ort und Zeit werden neu bestimmt. Wir kümmern uns um Ihren Schatten. Bell, wir haben Ärger. 2 Stasi-Leute gehen rein. Raus da, sofort! Verdammt. Gehen Sie durch die Toiletten. Ich halte Sie auf. Team, neuer Plan. Wir treffen uns bei Kraus Wohnung. Er bleibt unser Ticket zu Volkov. Öffnen Sie die Tür, sofort! Okay, kein Ding. Ich wohne gleich über dem Platz da drüben. Wir waren auf dem Heimweg. Triff Lazar und Park ohne mich. Ich melde mich, wenn ich kann. Ich bleibe nach bei meinem Freund. Wir hatten ein paar zu viel in der Kneipe. Sie beide, Ihre Papiere. Schon gut, schon gut. Aber Vorsicht, Bell. Die Stasi ist überall. Ist der weg? Vielen Dank. Ich bleibe, glaube ich, so lange hier, bis die Straße weg ist. Triff mich im Gebäude gegenüber deiner jetzigen Position. Errege kein Aufsehen, wir haben schon genug Ärger. Gerade nach Hause und du. Die Stasi sucht das Gebiet ab. Ich muss mich versteckt halten. Ich stoße
dazu, sobald es sicher ist. Bell, geh sofort zu Park und Lazar. Ende. Lassen Sie mich gehen. Bitte. Ich sag doch, ich bin nicht der, den Sie suchen. Sie kenne ich von Bildern. Sie werden gesucht. Ich habe ein KGB-Gebäude in der Nähe überwacht. Ich weiß nicht, wie Sie mich fanden. Ich habe nach Vorschrift gehandelt. Volkov? Er ist schrecklich. Abscheulich. Wenn Sie ihn sehen, sollten Sie ihn töten. Bitte, ich bin ein Freund. Darf ich gehen? Ich verdanke Ihnen mein Leben. Ich warte auf Ihre Nachricht. Oh, Beweise. Gehen Sie ruhig. Ich komme klar. Ich habe Beweise gefunden. Genau, noch mehr Leute. Dann gucken wir mal, ob wir noch beweisen hier, wa? Sieht nicht so aus, wie es noch welche gibt. Wenn du das unauffällig nennst, helf uns Gott. Folge mir. War doch unauffällig. Was hast du denn? Sei still. Sonst verpfeifen uns die Anwohner noch. Thank you.
ist im Elektrogeschäft direkt gegenüber von Kraus' Wohnung. Ich wollte ihr ein Würstchen aus dem Braunbär mitbringen. Aber die haben schon geschlossen. Park ist gleich voraus. Wir sind zurück. Vor ein paar Minuten hat ein Wagen bei Kraus' Wohnhaus gehalten, aber ich konnte nicht sehen. Moment. Kraus telefoniert gerade. Ja, Augen auf Kraus. Was denkst du, Lazar? Klingt, als ob Volkov Kraus' Aktenkoffer will. Mit einem Peilsender führt er uns direkt zu Volkov. Einer von uns kann sich in Kraus' Wohnung schleichen. Ihm und seiner Frau aus dem Weg zu gehen, wird schwieriger. Bell übernimmt. Während er dabei ist, sehe ich mich draußen um nach. Ungebetenen Gästen. Park, beobachte du uns von hier aus. Ich zeig dir meine Schokoladenseite. Reizend. Sie hält jeden an. Sei vorsichtig. Welchen Krankenhaus arbeitest du? In der Charité. Bell, ich habe Kraus in ein Buch schreiben sehen. Versuch es zu finden. Bell, wenn Kraus oder seine Frau dich sehen, ist die Mission vorbei. Du kannst seine Frau betäuben, wenn nötig. Aber Kraus muss zu diesem Treffen gehen. Ich rufe gleich bei Kraus an. Halt dich bereit, hineinzugehen. Freundin ist definitiv nicht hier. Entweder hat sie Ihnen eine falsche Nummer gegeben oder Sie haben sich verwählt. Hilfe! Räum auf! Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Mama, ich bin mir meine Hände nicht. Scheiße, wir haben das Kind übersehen. Wo ist denn dieser Aktenkoffer? Papa, kommst du? Kraus verlässt sein Büro. Versteck dich! Putz dir die Zähne. Ich komm gleich rauf. Lass dich nicht von Kraus entdecken. Thank you.
Egger, was ist passiert? Kaum hätte ich bemerkt. Ach, er nicht, ja? Hallo? Okay, hier unten war ja nichts. Tut mir leid, hier gibt es keine Freya. Franz! Ja, ist in Ordnung. Ada, suchst du mir meinen Schirm? Was? Ich gehe in ein paar Minuten. Wie sind Sie hier reingekommen? Inge, suchst du meinen Schirm? Ganze Zeit lief's gut. Hallo? Tut mir leid, hier gibt es keine Freya. Ada, suchst du mir meinen Schirm? Ich gehe in ein paar Minuten. Ja, Franz, er ist hier im Wohnzimmer. Ich lege ihn neben die Tür. Mama, ich finde meine Decke nicht. Ich bin in ein paar Minuten oben, Wilhelm. Scheiße, wir haben das Kind übersehen. Okay, man kann ihn auch einfach so ablegen, muss man mal sagen. Papa, kommst du? Klaus verlässt dein Büro. Versteck dich! Putz dir die Zähne. Ich komm gleich rauf. Lass dich nicht von Klaus entdecken. Ach, ehrlich? Das wüsste ich gerne, was das ist. Papa, ist ich verliere Klaus immer aus den Augen, wenn er in das Zimmer geht. Sieh dich um. Du hast keine Zeit mehr. Finde den Aktenkoffer. Ich kann dich nicht mehr sehen. Okay, aber irgendwas ist im Fernsehen immer zu sehen. So mal kurz aufgeblinkt, was da hört. Es werden wahrscheinlich die Hinweise sein, denke ich mir mal. Sie haben zugelassen, dass er in Ihre Wohnung eindringt. Ich kann es nicht erklären, wie er an das Material kam. Aber ich habe ihn hergebracht. Das macht es deutlich weniger unangenehm für Sie. Perseus sucht ihn schon lange. Dann werden Sie Perseus sagen, dass ich ihn erwischt habe? Und Greta Keller haben wir auch. Ihr Kollege hat sie verpfiffen. Du feiges Stück Scheiße! Tut mir leid, Greta. Der KGB hat tiefere Taschen. Endlich. Okay. Perseus hat ein hohes Kopfgeld auf dich ausgesetzt. Deine Fragen sind mir echt egal.
zu deinem großen Pech scheinen deine Freunde leider noch andere Pläne zu haben. Ich könnte dich wahrscheinlich gebrauchen, aber du bist beschädigte Ware. Nur das Grab kann einen Buckligen heilen. Ja, Stutterkopf! Ich helfe ihr und sichere den Koffer. Schnapp, Volkov. Kein Wunder, ja, Mike. Ja, ich dachte eigentlich geradeaus, weiter feuerfrei, aber nein. Ist denn diese Granate, Junge? Kommt! Endlich. Im Namen des MI6. Danke. Volkov gehört uns. Mehr als er verdient. Jetzt nichts wie raus aus Ost-Berlin. Naja. Volkovs Informationen bestätigen unsere schlimmsten Befürchtungen. Perseus hat eine Atombombe durch Ost-Berlin geschmuggelt. Das ist noch nicht gesichert. Er hat sie, da bin ich sicher. Wir haben in Volkovs Daten verschlüsselte Koordinaten für eine unbesiedelte Region in der ukrainischen Sowjetrepublik gefunden. Ein Überflug zeigte das hier. Ich will genau wissen, was in diesem Gebäude vor sich geht. Wir brauchen die anderen. Mason und Woods stoßen aus Kiew zu uns. Well, du steigst mit Woods hier ein. Mason und ich kümmern uns um die Evakuierung. Park sitzt am Funkgerät. Wir kennen weder Truppenstärke noch Ausrüstung. Handelt nach eigenem Ermessen, falls es zum Kontakt kommt.
Werfen wir einen Blick hinter den eisernen Vorhang. Kein Ding, kein Ding. Ein Blick hinter den eisernen Vorhang. Naja, aber zwei Geheimdaten, glaube ich, haben wir, wenn die eine wirklich gezählt hat. Okay, das ist schon wieder eine neue Mission. Also, bis zum nächsten Mal.